Alle Freunde, heute machen wir mal ein ganz altes Rezept von Großmutters Zeiten. Und zwar saure Eier. Was kommt mal die Meise? Für unsere sauren Eier müssen wir als erstes mal Zwiebeln schneiden. Zwiebeln klein schneiden. Kleine Würfel. Eine Zwiebel für 4 Personen. Wir machen Rezept 4 Personen. Kleine Würfel. Na, ja. Ich habe hier kleine Zwiebeln genommen. Ein bisschen aufarbeitet werden. So, schön klein schneiden. Dann bauen wir einen geeigneten Topf. Darin schmelzen wir 80 Gramm Butter. Wenn es mal schnell gehen soll, geht es nicht schnell. So. In die Butter kommen jetzt unsere Zwiebeln und die schwitzen wir leicht an. In die Masse von der Butter füllen wir jetzt 3 Esslöffel Mehl hinein. Und 2, 3 und machen daraus eine dunkle Mehlschwitze. Kann ruhig dunkel sein, also bräunlich, nicht schwarz, sondern braun. Immer rühren. Das dauert jetzt eine Weile. Heute, wie man sieht, ist es jetzt bräunlich geworden. So, lassen wir das. Und jetzt
gießen wir immer nach und nach Wasser. Wasser auf. Einen Liter. Immer nach und nach. Nicht alles mit einmal. Es werden Klumpen. Und immer kräftig rühren. Immer kräftig rühren, damit keine Klumpen werden. Ja, den Liter habe ich jetzt drin. Jetzt kochen wir das auf. Aufkochen. Dann mit Salz und Pfeffer abschmecken. Während des Aufkochens auch rühren. Immer rühren. Jetzt mit Pfeffer. Salz gerade wieder runterdrehen, auch der Hitze. Probe, der Geschmack ist. Pfeffer ist genug, etwas Salz noch. Wie man sieht, eine schöne dunkle Soße. Ja. Jetzt nehmen wir Essig. Mit Essig vorsichtig, du hast mal 2 Löffel rein. 2 Esslöffel Essig. Wenn er noch nicht so weit ist, also wenn es nicht genug sauer ist, kann man dann später noch mehr Salz, Essig nehmen und Zucker, 3 Esslöffel. Kochen lassen. Bis der Zucker auflöst. Probe.
Irgendwas fehlt noch. Nimm mal etwas Essig, ein wenig. Halten. Ja, das müsste eigentlich gut sein. Ist gut. Jetzt weiß ich nicht, wie viel Eier ihr essen wollt. Also ich nehme immer 2 Eier. Also 4 Portionen, 8 Eier. Die Eier vorsichtig hier reinblumsen lassen. Vorsichtig. Eins mache ich noch. Die anderen mache ich alleine. Freunde, ich habe jetzt hier 8 Eier reingemacht. Jetzt ist jedem selbst überlassen, wie die Eier sein sollen. Wenn sie steinhart sein sollen, länger. Also mindestens 3 Minuten, Minimum. Ich würde sagen 3 bis 8 Minuten. Zugedeckt, auf kleiner Flamme köcheln lassen. Jetzt soll ich nicht mehr rühren. Nicht rühren, sonst gibt es Rührei. Deswegen kleiner Flamme, damit es nicht anbrennt. Also ich lasse es so 7 Minuten mindestens. Manchmal auch 8 Minuten. Kommt drauf an, wie groß der Topf ist. Dann machen wir eine Verkostung. Freunde, unsere sauren Eier sind fertig. Wir müssen das noch verkosten. Ich habe das mal als Probe 10 Minuten die Eier drin gelassen. Mal sehen, wie sie aussehen. Ja, 10 Minuten ist auch gut. Und natürlich passen dazu hervorragend Kartoffeln. Spitzen essen. Geht schnell. Mal sagen, 30 Minuten ist das Essen fertig. Ein Spitzenessen, Freunde. Das ist noch von meiner Großmutter, das Rezept. Es gab schon bei Adolf. Wie immer, meine Damen da oben, würde mich freuen. Ein Abo wäre nicht schlecht. Kommentieren, wie es geschmeckt hat. Nachmachen. Teilen auf Facebook. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen.